Hallo Leute und willkommen zurück zu A Bird Story. Ich habe es geschafft, dass die Lupe gerade nicht mehr da ist und das Bild ist schön groß, besser geht's nicht. Und wir sind mit dem Jungen zuletzt hier runtergesprungen vom Balkon und ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so real ist und so gehört oder nicht, keine Ahnung. Aber wir gehen einfach mal weiter und mal gucken, was uns dann hier noch so erwartet. Er geht jetzt aber nicht ins Auto. Er will immer noch probieren, wahrscheinlich beim Tierarzt, dass dem Flügel geholfen werden kann, nehme ich mal an. Vielleicht hat er ja diesmal mehr Glück. Oder kommt wenigstens jemand mal raus. Und er darf rein. So. Gehen wir doch mal zum Vogel. Vielleicht sollen wir ihn festhalten oder so. Hallo. Wieso sollen wir das denn machen? Und noch ein Schälchen, was die hier alles von uns wollen. Sind wir jetzt hier der Hilfsassistent? Vielleicht wird er ja später Matthias. Schwer ist es ja bisher nicht, was man hier so machen soll. Aber ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Und jetzt auch noch der Verband. Wo liegt der denn? Ich sehe den gerade gar nicht. Wo ist denn der Verband? Vielleicht hier im Schrank oder so? Blinkt hier irgendwas? Normalerweise gibt es ja mal Anzeichen, wo das ist. Nee. Ich bin irgendwie ein bisschen blind oder so. Der ist draußen? Ach, weil es hier noch einen Nebenraum gibt. Okay, alles klar. Gut. So, dann verarztet sie den Vogel. Das finde ich gut. Der Junge wahrscheinlich noch viel mehr. Vielleicht kann er ja dann bald fliegen. Ja. Und wie viel kostet das Ganze? So, jetzt hau ab, Junge. Nimm deinen Rucksack und geh weg, oder was? Ich hab dir geholfen. Tschüss. Hm? Er geht jetzt ohne den Vogel. Der Vogel muss jetzt erstmal hier bleiben. Zum Heilen vielleicht, oder wie? Oder versteckt er sich nur? Würd mich nicht wundern. Ein Vogelkäfig. Das so das Wahre ist. Aber zum Heilen des Flügels wahrscheinlich wäre es nicht schlecht gewesen. Er läuft weg mit dem Vogel. Nein, das ist mein Vogel. Sie dürfen den nicht einsperren und mir wegnehmen. Ach so, er lässt ihn erstmal wieder frei. Ja, aber wer nimmt denn dann den Verband ab? Ich meine, dann lieber für eine Zeit lang in Käfig und dann wieder freilassen, oder? Bis der Flügel geheilt ist. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, was der da macht. Aber naja, er meint es halt gut mit seinem Vogelfreund. Sehen wir das mal nicht so eng. Hat er das nur geträumt? Zähne putzen, morgens Essen mitnehmen, nach dem Vogel gucken, dem auch was zu essen geben. Er mit seinem Busch. Das ist so geil.
Ob er sich wohl konzentrieren kann oder denkt er die ganze Zeit nur an sein Vögelchen? Er denkt die ganze Zeit nur an sein Vögelchen. Ich muss es ja jetzt so machen, dass er zu ihm hinfliegt. Ach so. Er holt ihn sich so oder so. In seinen Träumen spielt er jetzt mit seinem Vogel immer, oder wie? Sehr verträumter Junge. Sehr schnell, der Vogel. Wo sind wir denn jetzt hier drinne? In einem imaginären Wohnzimmer? Bleibt der Vogel jetzt bei ihm sogar drinne, ja? Und guckt mit ihm zusammen Fernsehen, na klar. Aber ist schon süß. Und es regnet und der Vogel mag es auch, in Pfützen zu platschen, so wie der Junge. Ah, ist das süß. Ja, natürlich kommen wir und plitschen mit dir hier rum. Ja. Was soll ich jetzt machen? Achso. Ich habe schon verloren. Also das Pfützenspringen-Turnier habe ich wohl gewonnen. Nicht gewonnen. Oder doch, ich habe es gewonnen. Okay. Ach, wie süß. Ja, ob das alles so stimmt. Jetzt stellt er seinen Vogel in der Schule vor. Also ich glaube, er stellt sich das alles gerade vor, was er mit seinem Vogel halt mal alles anstellen kann, was er alles mit ihm spielen kann und auch erleben kann. Und er könnte ihn auch in der Schule vorstellen und den anderen Kindern zeigen und ja, so einen richtigen Freund halt haben. Und das Leben ist gleich viel schöner mit einem so guten, treuen Freund. Jetzt essen die zusammen Eis. Und der Vogel sieht eine Entenfamilie und will hinterher. Das ist ein Zebrastreifen, ne? Da muss das Auto eigentlich warten, aber ich dachte gerade, der fährt trotzdem weiter. So. Und jetzt hat er auch jemanden zum Wippen, lass mich raten. Aber alle gucken da nur hin, gucken zu, weil er so einen tollen Freund hat und ja. Vielleicht möchte jetzt jemand mit ihm wippen? Ja! Und zwar so gewaltig, dass er in den Himmel fliegt. Oh, das sieht schön aus. Soll er den eigentlich immer kriegen oder nicht? Er kriegt den ja sowieso immer, egal wo ich anscheinend hin das hinfliegen lasse. Ja, es ist schön, so jemanden zu haben, denkt sich der Junge.
Ich warte nur darauf, dass das Schlimme einsetzt hier. Irgendwas Trauriges wird bestimmt noch passieren. Mal gucken. Vielleicht braucht er Brot, neues für das Vieh. Bezahlen vielleicht? Okay. Oh, jetzt kommt er nach Hause und bestimmt ist irgendwas passiert oder so. Wo sind wir? Was ist los? Hallo? 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 Mein Spiel? Mein Spiel? Was ist mit meinem Spiel? Wo ist denn der Junge? Hä? Der ist irgendwie nach oben gegangen und... Okay, jetzt gehen die Wolken auch wieder. Ich glaube, die gehen gerade eben nicht. Ich glaube, mein Spiel ist gerade irgendwie... Huhu. Ach, er ist da... Okay. Muss ich nicht verstehen. Er war gefangen im Supermarkt. Aber ich habe gerade die Tasten gedrückt und es ging nicht. Egal. Jetzt geht's wieder. Er geht nach Hause. Er hat Brot gekauft. Für seinen kleinen Kumpel. An der Stelle hat er ihn gefunden. Und er erinnert sich, dass der Vogel vielleicht auch eigentlich hierher gehört. Wie er ihn gerettet hat vor dem Dachs und wie das alles anfing. Nanu, was raschelt da denn jetzt wieder? Noch ein anderer Vogel? Das bringt den Jungen bestimmt auf die Idee, dass er vielleicht auch einen Partner braucht. Oder wer das sein könnte, ein anderer Vogel, der den anderen Vogel vermisst, der jetzt bei ihm ist. Er gehört halt eigentlich in die Wildnis, ne? Und nicht nach Hause, in seine Wohnung. Aber es ist halt so schön mit ihm. Wieder zu Hause. Jetzt ist er wahrscheinlich nachdenklich geworden. Aber der kann ihn doch auch nicht nur mit Brot füttern. Ich meine, so ein Vogel braucht ja auch mal ein bisschen Eiweiß und Würmer und was weiß ich. Die Insekten. Der füttert den nur mit Brot. Ist der Heilungsprozess ja auch nicht so schnell. Naja. Ist ja nur ein Spiel. Der Vogel denkt sich schon, oh, schon wieder Brotkotz. Okay, sie sind zusammen auf dem Dach. Will der Junge jetzt mit dem Vogel irgendwie fliegen üben? Was will der denn mir jetzt vorlesen? Jetzt bastelt der einen neuen Papierflieger oder wie? Oder ja, halt Fliegen üben irgendwie so. Macht er denn da? Bastelt da irgendwas? Start und Ziel. Er reißt Papier aus dem Buch. Oder dem Heft. Und macht einen großen weißen Fleck. Entweder er bastelt einen riesen Papierflieger jetzt oder ich weiß auch nicht. Ja, okay, er bastelt einen Papierflieger. Einen sehr großen, mit dem er dann mit dem Vogel fliegen üben kann oder so. Das kennt man ja auch vom Cover. Diesen großen Flieger, wo er dann mit dem Vogel drauf sitzt. Aber er selber will mitfliegen oder jetzt wie? Er haut mit ab. Scheiß auf die Schule und das ganze Leben. Ich flieg mit meinem Vogel weg.
Oder what? Ja, na klar, der fliegt auch und bleibt in der Luft stehen. Kein Ding. Okay, er fliegt mit seinem Vogel davon, alles klar. Hat er so ein bisschen Halluzination oder so? Ich überlege gerade, was der Junge später haben könnte, weil das ja ein Patient wird. Vielleicht bildet der sich auch mal ein bisschen viel ein. Sollen wir durch die Wolkendecke oder eher nicht? Okay. Bin einfach so tief geflogen. Er fliegt mit seinem Vogel davon in die weite, weite, ferne Welt, wo frische Luft ist und Wälder, Berge und Seen, Flüsse und Bäume und andere Tiere und Freiheit, wo alles andere egal ist. Was hat er denn? Er will zu einem Nest? Oh, er will zu einem Nest? Oder so? Oder einen Lagerplatz? War denn hier irgendwas? Da oben vielleicht? Etwas, was wir gar nicht gesehen haben vorher? Da! Ah, nein. Aber hier ist doch Winter. Und da sind andere Vögel. Ein belegtes Nest. Das geht nicht. Da müssen wir noch weiter suchen. Ja, eigentlich sollst du dir ein Nest selber bauen, du Vogel. Und nicht hier so ein fertiges von jemand anderem nehmen. Und wir sollen jetzt ein Nest finden, wo es keine anderen Vögel gibt. Das ist ja aber auch ungewöhnlich. Egal, wir suchen nach dem Nest. Hui. Ach so, er fliegt mit dem Vogel jetzt quasi über die ganze Welt. Ah. Auch besetzt. Das war wohl nix. Tja, kleiner Vogel. Du wirst schon noch ein Nest auch für dich finden. Weiter geht's. Ja, ist aber schon schön gemacht hier mit den Hintergründen und so. Vielleicht hier? Sieht doch relativ unbesetzt hier aus. Auch besetzt? Ja, das ist natürlich doof. Tja, wo finden wir nur ein Nest für dich, kleiner Vogel? An welchem Ort mag das wohl sein? Hier im Grün, hier wäre es doch schön. Hier sieht das schön, aber da sind ja auch schon Eier. Das ist bestimmt besetzt. Ja. Aber wäre ein schöner Ort gewesen. Vielleicht dann doch wohl woanders.
Wie mag der Ort wohl aussehen, wo der Vogel was bekommt? Und wie viele Minuten muss ich wohl spielen, damit der Vogel sein Nest kriegt? Hier wäre noch ein Platz. Da sind auch Eier, das wird nichts. Komm, kleiner Vogel, es geht weiter. Ein Wort mit X, das war wohl nix. Wir fliegen weiter durch die Wolken. Wir finden einen Platz für dich, kleiner Vogel. Ach, sie fliegen wieder nach Hause, weil sie keinen Ort gefunden haben. Na gut, dann vielleicht an einem anderen Tag. An dem Ausflug haben sie jedenfalls alles probiert. Ah, und der Papierflieger löst sich wieder auf. Es ist also alles irgendwie ein Traum, eine Vorstellung, eine Wunschvorstellung. Ein Wunschtraum. Hat er eben gerade Gute Nacht gesagt? Oder Danke? Danke, Gute Nacht. Oh nein, die Tierärztin. Oh Gott. Ach so, die begegnet ihm auf dem Weg zur Schule. Ups. Oh, und er haut schnell ab mit dem Vogel. Na, ob das noch gefährlich für ihn wird? Gott, die verfolgt ihn auch noch hier. Auf dem Weg zur Schule. Man kann es auch übertreiben. Wegen einem Vogel. Aber die Bäume machen Platz. Seiner Vorstellung. Mensch, was träumt er denn bloß? Jetzt sind wir wieder hier an so einem anderen Ort. Also ich glaube, das war am Ende vielleicht alles nur ein Traum oder so. Okay, dem Vogel geht's gut. Aber was mache ich denn jetzt? Er geht einfach wieder zur Schule. Aber nicht, dass die Tierärztin oder so sich da unterhalten hat jetzt mit den Lehrern. Keiner da? Ja, ich hab's doch gesagt. War ja klar. Die Lehrerin weiß Bescheid. Ja klar, und alle verfolgen ihn. Ja. voll der Comic. Hinter der Entenfamilie her. Merkt ja keiner. Ist süß. Na, was ist ihm eingefallen? Ja, klar. So, à la Super Mario. Ich könnte die ja einfach klein machen. Oh. Er selber begegnet sich. Sein Schatten selbst. Und er verschließt alle Türen und sagt, nee, so läuft das aber auch nicht. Wie sonderbar. Jetzt wird's ihm vielleicht auch wieder unheimlich. Haut er lieber ab.
Es regnet schon wieder. Der kleine Buschvogel ist aber noch da. Möchte er vielleicht wieder reinkommen ins Trockene? Habe ich mir gedacht. Und jetzt macht er den Verband ab oder er schaut, ob der Flügel wieder geht, ob er überhaupt wieder gesund wird. Er erinnert sich, was die Tierärztin gesagt hat. Dass er eigentlich halt medizinische Versorgung wahrscheinlich auch braucht. Sieben Uhr, es heißt zur Schule gehen. Und er war in diesem Falle sogar schon eher wach. Hat er sich dazu entschlossen, ihn doch nochmal zum Tierarzt zu bringen? Ich könnte es mir vorstellen, dass er ihn da jetzt doch noch hinbringt. Und es fällt ihm wahrscheinlich sehr, sehr schwer. Wieder ein Zettel an der Tür von Mama und Papa. Nimm den Regenschirm mit. In diesem Falle, vielleicht sollte er darauf hören. Denn es regnet wirklich draußen. Vielleicht muss er auch lernen, vernünftiger zu werden und größer zu werden, Verantwortung zu übernehmen, auch für seinen Vogel, dass nicht alles im Leben nur aus Spaß besteht. Und auch das Pfütze springen ist jetzt gerade mal nicht wichtiger als... Ich soll aufpassen. Gut, war auf gelb. Ja, ist nicht wichtiger als der Vogel, der eigentlich medizinische Versorgung braucht, ob er Angst davor hat oder nicht, denkt er sich, aber dem Vogel muss geholfen werden. Auch wenn er ihn gerne zu Hause hatte. Aber es war eine schöne Zeit und er wollte es wahrscheinlich auch länger haben, aber was sein muss, muss sein. Das ist der andere Vogel. Und da wartet sie auch schon mit dem Vogelkäfig. Vielleicht muss er sich bei seinem Vogel verabschieden. Und erinnert sich an die schöne Zeit mit ihm. Alles, was er erlebt hat mit ihm. Zusammen Eis essen, zusammen sitzen. Nicht mehr alleine sein auf dem Spielplatz. Spiele spielen. Die Zeit auf dem Balkon. Wie sie sich jeden Tag Hallo gesagt haben und Tschüss gesagt haben und wie er ihn jeden Tag gefüttert hat. Aber er bringt es einfach nicht übers Herz, er kann nicht. Er kann einfach nicht. Er will seinem Vogel nicht Tschüss und Lebwohl sagen, er kann nicht loslassen. Und rennt lieber weg und probiert lieber alles aus und baut schnell seinen Flieger, mit dem er wegfliegen kann, was er schon einmal gemacht hat. Und niemand wird ihn verfolgen können, wenn er schnell genug draufspringt. Die Tierärzte wollen ihm eigentlich nur helfen und auch die Lehrerin will jetzt nur noch helfen, aber er hat Angst, dass man ihm den Vogel wegnimmt, seinen einzigen Freund, den er hat. Also fliegt er mit seinem Vogel davon auf seinem Papierflieger. Egal wie das Wetter ist, er wird ihn retten, er wird sich mit ihm durch alle Gefahren schlagen. Es ist sein bester Freund und der Papierflieger nimmt langsam Schaden, denn auch sein Papierflieger hält nicht alles aus. Schon gar nicht Regen und Gewitterblitze. Und bald wird es kein gutes Ende mehr nehmen, wenn er nicht bald einen Landeplatz findet. Das war's. Der Papierflieger ist zerstört.
Da rieseln sie alle. Die Stücke seines Fliegers, seiner Freiheit. Er erwacht allein im Wald. Um ihn herum die ganzen Papierfetzen. Wo ist er? Und wo ist sein Vogel, sein Freund, sein Rucksack? Er ist nicht drinne. Er ist woanders. Er hat ihn gehört. Da vorne sitzt er. Ist er das? Ist das sein Vogel? Nein. Er ist tot. Leute, ich mache im nächsten Part weiter mit A Bird Story. Es ist gerade sehr rührend und rührend geht es hoffentlich auch weiter. In den vielleicht letzten Part von A Bird Story, da das Spiel sehr kurz ist. Und irgendwie habe ich gerade so ein bisschen die leise Vermutung, dass entweder der Junge selber vielleicht auch gerade gar nicht mehr wirklich da ist oder so. Vielleicht ist er tatsächlich von der Klippe gesprungen, nur ohne einen Flieger kam mir gerade so die Idee. Weil eigentlich geht das ja gar nicht. Und wenn er sich das nur einbildet, dann ist er vielleicht tatsächlich gesprungen. Oder er hat es noch überlebt und ist tatsächlich da im Wald aufgewacht. Und der Vogel hat es aber halt nicht mehr geschafft, weil der Sturz zu tief war und weil er ja eh schon verletzt war. Und deswegen ist der Junge jetzt gerade ganz alleine. Was wahr ist oder was nicht wahr ist, ich hoffe, wir erfahren es noch im letzten Part oder im nächsten Part auf jeden Fall von A Bird Story. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.